Jo, willkommen zu meinem Video. Heute geht es um meine Meniskusoperation und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest, wahrscheinlich unmittelbar davor oder unmittelbar danach. In beiden Fällen habe ich ein paar wertvolle Tipps für dich, die ich dir gerne mitgeben würde. Und ich hatte schon insgesamt drei OPs, Meniskusoperationen hinter mir, zweimal eine Teilresektion, das heißt zweimal wurde nur ein Teil vom Meniskus entfernt, hier am linken Knie. Und diesmal bei der letzten wurde eine Meniskusnaht durchgeführt, das heißt, der Meniskus wurde innen wieder zusammengenäht. Die zwei Operationen unterscheiden sich ein bisschen, vor allem bei der Genesung. Dazu komme ich gleich nochmal näher drauf zurück. Tipp Nummer 1, was ich auf jeden Fall vorher schon besorgen würde vor der Operation, sind die Krücken und vorher schon ein bisschen das Laufen darauf üben, dass du die Motorik schon kennst und das Laufen darauf einfach ein bisschen geübter ist, damit du später dann nach der OP dich nicht mit den Schmerzen und mit dem Konzentrieren auf den Gehstützen beschäftigen musst, sondern dass das schon mal wenigstens halbwegs flüssig läuft. Das ist Tipp Nummer 1, was du vorab schon machen kannst. Und Tipp Nummer 2 ist auf jeden Fall, ich würde mir ein paar Kühlpads besorgen. Ich habe insgesamt 3 Stück bestellt. Ich verlinke das unten in der Bio, damit du später nicht mit den Krücken irgendwie zur Apotheke noch rumhumpeln musst für die ersten Tage. Würde ich mir da schon mal ein bisschen, ja, mich ein bisschen zudecken mit solchen Sachen. Und auch auf jeden Fall ganz wichtig, wasserdichte Pflaster. Würde ich mir auch vorher auf jeden Fall besorgen, weil ich habe mir beim ersten Mal mit Folien irgendwas gebaut und das war sowieso undicht, also lass es. Hol dir einfach für 7 bis 10 Tage wasserdichte Pflaster, die klebst du drauf, kannst in Ruhe duschen, brauchst dir keine Sorgen machen, denn am Anfang darf die Wunde nicht nass werden. So, das ist so vorab, vor der Operation. Die Sachen würde ich mir auf jeden Fall besorgen. Krücken, Kühlpads und wasserdichte Pflaster. So. In beiden Varianten, egal ob du jetzt eine Teilresektion bekommst oder halt eine Meniskusnaht, ist es wichtig, dass du direkt nach der OP dich sofort versuchst, ein bisschen zu bewegen. Ne? Es ist halt so, dass du direkt nach der Operation hier eine Drainage drin hast. Das heißt, da ist ein Schlauch drin, was im Gelenk noch ist und was ein bisschen Wundflüssigkeit und Blut abfließen lässt in so eine Flasche. Und wegen dieser Drainage kannst du das Knie am Anfang sehr, sehr schwer bewegen. Das ist völlig normal. Nachdem die entfernt wird, wird es dann auch schon wesentlich besser sein. Das siehst du dann. Aber was du direkt nach der Operation machen kannst, sind auf jeden Fall hier so Bewegungen im Fußgelenk, hoch und runter. Bei mir knackt alles. Ich hoffe, bei dir nicht. So hoch und runter bewegen, vorsichtig, je nach Schmerzgrenze. Da brauchst du dir aber keine Sorgen machen, damit kannst du nichts kaputt machen. Das ist einfach nur schon gut, damit ein bisschen die Muskulatur wieder gestärkt wird und damit das Blut ein bisschen besser in den Fuß zirkuliert und ins Bein zirkuliert. Das wird sich dir anfühlen, als wenn das einfach nicht geht, ne? Ich kenne das, ich habe es wie gesagt schon dreimal hinter mir. Mach dir keine Sorgen, das geht wieder weg, das ist völlig normal. Am Anfang fühlt sich das eben so an. Und wenn das dann schon ganz gut klappt, würde ich auch wirklich direkt unmittelbar nach der OP versuchen, dein Fuß wirklich so richtig zu rotieren, ja, so Zirkulationsbewegungen zu machen. Und das kannst du wirklich, weiß ich nicht, 20 Mal, 30 Mal am Tag machen, direkt nach der OP. Und wenn du dich dann schon traust, dich an die Bettkante zu setzen, vorsichtig natürlich, dann kannst du auch wie ich jetzt hier deine Ferse auf den Boden stützen und versuchen, die Ferse ein bisschen zu dir ziehen und dabei das Knie leicht beugen. Natürlich nur bis zu deiner Schmerzgrenze. Wie gesagt, wenn die Drainage drin ist, geht das am Anfang extrem schwer. Wahrscheinlich selbst sowas kriegst du dann nicht hin. Ja, so leichte Bewegungen. Das geht erst, wenn die Drainage gezogen wird. Deswegen würde ich davor mich erstmal nur darauf konzentrieren, dass du wenigstens sehr viel deinen Fuß bewegst und ja, so ganz, ganz, ganz leichte Beugbewegungen machst. Wenn die Drainage dann draußen ist, kannst du durchaus hier deinen Fuß schon mal so ein bisschen zu dir ziehen
ohne jetzt wirklich großartig zu belasten, ne? Deswegen auch wirklich auf dem Boden liegen lassen und zu dir schleifen. So. Und ja, das ist wichtig, dass du sehr schnell schon dein Knie mobilisierst. In dem Fall jetzt, wenn wirklich eine Meniskusnaht erfolgt ist, ist es ein bisschen komplizierter, weil ich darf mein Knie jetzt gerade nur 30 Grad beugen. Das heißt, das ist so viel. Es ist nicht wirklich viel. Das Ganze darf ich 2 Wochen lang. Nach 2 Wochen kann man dann diese Rotationsschiene auf 60 Grad einstellen. Das heißt, es geht dann ein bisschen weiter. Ne? Ich sag mal, 60 Grad sind ungefähr so. Und darauf nochmal 2 Wochen darf ich dann 90 Grad. Ne? Das heißt, das Knie dann 90 Grad beugen. Und so lange muss ich auch auf Krücken laufen. Und nach den 6 Wochen darf ich dann vorerst vorsichtig das Knie voll belasten. Sollte da irgendwie was schmerzen oder sich nicht gut anfühlen, sollte man auch sofort damit aufhören. Denn da besteht halt die Gefahr, dass man die Meniskusnaht wieder reißt. Ja, das ist so, sage ich mal, das Wichtigste direkt nach der OP. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst nehmen. Mach dir keine Sorgen, das fühlt sich wirklich so an, als ob das. Es fühlt sich irgendwie so an, als ob es nicht mehr gut wird, sag ich mal. Aber das ist völlig normal. Ich habe es dreimal hinter mir und ich muss sagen, nach dem dritten Mal ist es natürlich dann irgendwie bei mir ganz anders gewesen, denn ich wusste genau, wie sich das anfühlt und ich wusste genau, dass sich das am Anfang total schmerzhaft anfühlt und das fühlt sich an, als wenn da irgendwie alles kaputt wäre und man kann sich irgendwie gar nicht mehr bewegen. Das ist aber völlig normal. Das kommt alles wieder. Man muss halt geduldig sein. Man muss sich wirklich, das ist wichtig, finde ich. Am Anfang sich sehr viel zu bewegen, so weit wie es geht, bis es weh tut, dann hörst du einfach auf. Ne? Dann merkst du ja, wo deine Grenze ist. Muss ja nicht bis an die Schmerzgrenze, sondern immer so kurz davor. Und das ist wichtig, dass du dich sofort so viel wie möglich bewegst. Ansonsten hoffe ich, konnte ich dir ein bisschen die Angst nehmen und ich hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst. Alles, alles Gute wünsche ich dir. Lass mir ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Ich bin jetzt, befinde mich jetzt gerade. Zweiter Tag nach der OP. Ich mache dann einfach mal nach einer Woche oder nach 2 Wochen noch ein Video und dokumentiere das Ganze. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder, wenn du das Kanal abonnierst. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis dahin. Ciao.